Spitzenspiel-Serie A. Inter Mailand, AS Rom. Und ich garantiere euch, Tore werden fallen. Inter, nein, nicht Inter, sondern der AS Rom hat in den letzten, keine Ahnung wie viele Partien, immer 2 Tore gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir stehen da nicht viel schlechter da. Und deswegen rein in dieses wirkliche, richtig geile Topspiel mit dem neuen Gameplay-Patch. Mal gucken, wie er sich mit einer erste Foul eventuell an Icardi zum ersten Mal mit einer besseren Mannschaft als mit Tubize, wo wir ja so und so ein bisschen im Umbruch sind. Und ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Llorente mit dem Ball auf Dybala, Icardi, Isco, Meier nimmt Hüseyin mit, aber der auf Manolas, Alisson. Der halbdeutsche Torwart schon wieder, hatten wir doch erst gestern in der Aufnahme mit Tubize. Oder, ich meine schon, Icardi, der Distanzschütze, wollte aber passen. Wir drücken, aber konnten noch keine Chance haben. Vielleicht jetzt, aber der Ball kommt schon wieder nicht durch und wieder abgeblockt. Und nochmal, und Meier. So einen kann man mal machen, auch mit dem schwachen Fuß, wobei ich glaube, dass Max Meier nahezu beidfüßig ist. Die erste Chance hier, diesen 54. Part mit Inter, gehört Inter. Und schon schießen wir aus Fairplay-Gründen den Ballens auf. Florenzi, langer Ball auf unseren Ex-Spieler Alexis Sanchez. Den haben wir in die italienische Liga geholt, Freunde, und kriegen das nicht gedankt. So, Icardi, schöner Ball auf Isco und der schießt direkt statt einfach noch zu gehen. Wir hatten doch Vorteil, Mann. Das ist manchmal so, wo ich mich aufregen könnte. Aber ihr merkt schon, oder merkt es nicht unbedingt, aber wenn ihr die Tubize-Parts hört, da wäre ich jetzt wieder komplett ausgeflippt. Heute nehme ich das Ganze. Das war ein Foul. Es war ein Foul an Isco. Schiri. Also, das ist das, was mir im Gameplay-Patch noch nicht gefällt. Es werden zu wenige Fouls gepfiffen und das war definitiv ein Foul. Also bitte, klarer geht's ja gar nicht. Der schubst ja den den Isco einfach weg. Dybala von hinten umgegrätscht. Gibt keine gelbe Karte, okay. AC Milan führt 1-0. Isco beim Freistoß, aber abgefälscht. Habe ich jetzt nicht gesehen, aber okay. Isco bei der Ecke, aber die schenkt er dem Gegner. Der kann aber Gott sei Dank nicht. Und das gibt dann Gelb. Normaler Zweikampf gibt Gelb. Und eben das von hinten umtreten. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe diese Verhältnismäßigkeit nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das erklär mir doch mal bitte einer. Meier. Max Meier. Wird auch weggetickelt. Klar ist er nicht der robusteste, aber man darf da schon mal gern Freistoß pfeifen. Dybala, nochmal. Dybala wird umgecheckt. Diesmal gibt es Gelb, entscheidet sich der Schiri aber auch erst sehr spät zum Freistoß. Isco, jetzt bring ihn bitte vernünftig als Flanke, wollte ich sagen. Und schon ballert er drauf nach. Ja. Ja, ich weiß noch nicht. Der Gameplay-Patch. Aber was bringt es, mich drüber zu beschweren? Es sind alle irgendwo nahezu gleich. Und Icardi mit dem Distanzschuss. Aber da muss ich sagen, da gefällt mir der, den wir ursprünglich hatten, noch am besten. Aber ich habe leider keine Ahnung mehr, welcher das war. Und ich kriege den jetzt sicherlich, glaube ich, so schnell nicht wieder rekonstruiert. Wir gucken einfach mal, wie sich das hier mit dem entwickelt. Der alte war ja am Anfang auch erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dybala auf Icardi, der nimmt Isco mit, aber hier rückt keiner nach, das dauert alles zu lang. Jetzt vielleicht mal schön gespielt, Icardi mit dem Abschluss aber drüber. Ja, ich habe viele Tore versprochen, das können wir bisher noch nicht halten. Mit dem alten Gameplay-Patch wäre es wahrscheinlich soweit gewesen. Aber hier sind die Abschlüsse alle sehr, sehr ungenau. Aber mal gucken, wie gesagt, wir geben dem Ganzen ein bisschen Zeit. Ich versuche mich in Geduld zu üben. Perotti hier stark. Dafür sieht das eigentlich defensiv bei uns ein bisschen besser aus. Und in dem Moment, wo ich sage, fällt fast das 0-1. Weil die Verteidiger das nie verteidigen können. Da stehen wieder dreimal in der Mitte und ich hätte gedacht, der Ball kommt zu Dzeko und nicht einen länger. Zu Alexis Sanchez.
0:0 zur Halbzeit. Ich habe Tore versprochen und es gab gar nichts. Rabiot, den habe ich nicht wirklich gesehen. Jetzt haben wir das Problem, dass Max Meyer kann noch Sechser spielen. Ne? Jetzt haben wir aber den anderen zentralen Mittelfeldspieler nicht mitgenommen. Da könnten wir aber Isco für reinschicken. Das kriegen wir hin. Dann machen wir das mal. Isco rein. Und den letzten Wechsel heben wir uns auf. Wir sagen den Jungs, gebt euer Bestes. Es gibt hier keinen Grund zu meckern und auch keinen Grund, den Druck unnötig hoch zu machen. So, ein bisschen kneten für die Nationalspieler. Ansonsten starten wir die zweite Halbzeit, gehen davor aber nochmal in die Taktik. 85% hat er sich mal gemerkt. Zielinski als Spielmacher, Icardi, auch das hier hat er sich gemerkt mit dem früh draufgehen. Es geht doch, aber der merkt sich das halt nur für diese Aufnahmesession. Aber naja, besser als gar nichts. So, Skriniar stark. Also hinten die Verteidigung steht. Nach vorne sollten wir jetzt nur mal was entwickeln und auch gar nichts zulassen. Bitte, auch wenn ich gesagt habe, die Verteidigung steht und schon, ja, schon passiert's. Edin Dzeko, einmal aus den Augen verloren, zack, 0:1. Verteidigung steht. Meier wird wieder von, Zielinski wird von hinten umgekriegt und das gibt rot. Habe ich jetzt so unbedingt auch nicht als rot gesehen, dann musst du aber eben die gelbe Karte zeigen bei der ersten Grätsche von hinten. Also ich sage ja, ich verstehe diese Verhältnismäßigkeiten nicht. Icardi mit einem schönen Schuss, aber es kann keiner nachsetzen. Und jetzt wieder viel Platz für die Roma in Unterzahl. Die sind einer weniger, aber haben trotzdem mehr Platz. Das ist ja. Und hier wird viel direkt gespielt. An sich nicht schlecht, aber nee, das ist alles. Dann lieber einmal annehmen und einen sauberen Pass spielen. Jetzt sind wir nämlich im Konter und können uns das 0:2 fangen. Total auf der Not. Ja, schon 0:2. Warum kriegt man das nie verteidigt? Ich hasse es. Schon ist meine gute Laune ad acta. Warum geht der Verteidiger da nie hin? Was mache ich falsch, dass bei der KI der Verteidiger da immer hinkommt? Und warum sind wir hier überall in Unterzahl? Wir sind ein Mann mehr, Mann. Wie geht denn das? Das ist dann nicht zu fassen. Wir werden hier an die Wand geschossen, ey. Ich krieg gleich einen Föhn. Innerhalb von ein paar Sekunden bin ich hier auf 180. Das kann nicht wahr sein. Jetzt muss ich noch einen Innenverteidiger wechseln, obwohl wir offensiv wechseln sollten. Warum geht denn der da nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Es macht keinen Bock, ey. Meine Spieler treffen einfach die dümmsten Entscheidungen. Jetzt ist der mal hingegangen, wo eh alles schon entschieden ist. Dafür verliert Dybala den Ball total dämlich. Meine Fresse, ey. 3D-Spiele machen keinen Bock mehr und keinen Sinn aktuell. Muss ich jetzt nochmal gucken. Ah, wo kriege ich denn jetzt noch ein Gameplay-Patch hier, ey? Das ist doch so ein Kotzen. Da müssen wir doch da sein, ey. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass Dybala so langsam ist. Willst du mich verarschen? Ey, dieses Spiel macht mich so aggressiv. Was macht ihr denn da? Das ist so schlecht. Nee, der Gameplay-Patch kommt runter, ey. Der raubt mir die Nerven. Es hat jetzt nichts mit schlechter Verlierer zu tun, aber was spielen die denn da für einen Rotz zusammen? Das hat gar nichts mit Fußball zu tun.
und die Baller ist viel zu langsam. Willst du mich verarschen? Und wird noch weggegrätscht. Nice. Innerhalb von ein paar Minuten die Laune komplett wieder versaut mit dem Spiel. Ich trete das bald in die Tonne. Macht keinen Bock. Da raffst du dich immer. Oh, guck mal, was die für Entscheidungen da treffen auf den Flügeln. Welcher war der alte Gameplay-Patch? Ich weiß es leider nicht mehr. Warum passt der denn dahin? Auch wenn es jetzt warum auch immer gut gegangen ist. Aber warum? Warum nimmt er nicht das Mittelfeld mit? Wie es normal auch so wäre. Das ist so dumm, die Entscheidungsfindung hier ist einfach... Nee, ich verstehe es nicht. Dreht sich direkt in den Reihen. Ja, Spiel hat für mich keinen Bock gemacht. Ich hoffe für euch schon. Erste Halbzeit war noch vernünftig, aber zweite Halbzeit... Ihr seht es doch selber. Komm, da kann ich nicht der Einzige sein, der es so sieht, dass es einfach nur Bullshit ist. Es fängt damit an, dass der Verteidiger nicht hingeht, ja? Beim Alexis Sanchez-Tor war es, glaube ich. Beim Dzeko-Tor kann man nichts machen. Das sage ich auch gar nichts. Da bin ich doch auch ruhig geblieben. Da hat sich Dzeko clever davongeschlichen. Ist ein guter Stürmer. Macht er richtig gut. Auch die Vorlage war super. Aber das 2:0 und das 3:0 waren einfach lächerlich ohne Ende. Und deswegen, ich habe keinen Bock mehr. Ohne Scheiß, das macht keinen Bock mehr. Also, wenn es euch trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben. Könnt gerne einen Kommentar schreiben, wie ihr das seht. Ich bin erstmal raus, installiere jetzt einen neuen Gameplay-Patch. Kann ich gar nicht. Kann ich erst, wenn ich wieder Pause mache. Naja, ich installiere später einen neuen Gameplay-Patch, aber ich bin erstmal raus. Bis zum nächsten Part. Ciao.